Ja, hallo Schwarmchecker-Freunde, ich bin's der Mario. Ja, heute für euch schon gesehen exklusiv Audi RS4, in dem Fall B9. 450 PS, geht los bei knapp 80.000 Euro. Ja, wir haben ein kleines Déjà-vu mit dem Fahrzeug. Ich war ja schon vor ein paar Monaten in Österreich bei der Driver Experience von Audi mit dem RS4 auf dem Eis mit Spikes. Ich freue mich jetzt, ihn auf Asphalt bewegen zu dürfen. Vielen Dank nochmal dafür ans Autohaus Weber. Klasse. Ich würde sagen, checken wir ganz schnell los. Diesmal bleibe ich gleich hinten. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Kofferraum, zum Heckcheck. Kevin, kommst gleich mal runter. Wir haben hier, daran erkennt man die Sportauspuffanlage, und zwar ist er schwarz. Und die kostet 1200 Euro Aufpreis. Macht aber durchaus Sinn, für zumindest für die Soundfanatiker unter uns. Natürlich kann man es auch durch die Klappe natürlich wieder leise stellen. Das ist nicht das Thema. Ja, und die Originale, wie gesagt, ist Chrom. Was wir hier noch dabei haben, ist Optikpaket schwarz glänzend. 550 Euro kostet das. Ich finde, das sieht mit dem NATO-Grau, was Serie ist, stimmig aus. Mir würde jetzt in dem Fall das Alu-Optikpaket nicht ganz so passen, aber das ist Geschmackssache. Ich finde es so wirklich, wirklich schön stimmig mit dem Schwarz und Grau. Das beißt sich nicht so. Ja, und es gibt es natürlich noch auch noch in Carbon. Echt Carbon, da kostet es 4000 Euro. Das ist dann natürlich auch schön. Das hat man bei der Driver Experience mit dem roten RS4. Hat es dann aber auch wieder gut gepasst. Ja, war schön. Okay, was wir noch optional haben, ist 450 Euro die Rückfahrkamera, die durchaus auch Sinn machen kann. Ja, sieht man gut. Parksensoren vorne, hinter haben wir serienmäßig mit dabei. Ja, jetzt mache ich mal schön auf. Ach, LED-Rückleuchten sind auch noch serienmäßig. Wir haben eigentlich alles aus LED, auch Kennzeichenbeleuchtung. Ja, Höhe. Finde ich wirklich gut. Also 1,80 bin ich, also knapp 1,90 Hammerhöhe. Das ist wunderbar. Machen wir Einklemmschutz, ne, wie immer. Gucken wir mal. Ganz leichter Druckpunkt, saust aber dann gleich sofort wieder ganz hoch. Von dem her super, muss ich es nicht nochmal extra hochdrücken. Ja, hier haben wir dann noch Wanddreieck drin. Um schneller hinzukommen, muss man nicht aus dem Kofferraum rauskruscheln. Tolle Geschichte. Und wir haben komplett auch LED-Innenraumbeleuchtung. Das sieht man dann auch noch hier schön an den LED-Streifen. Das hat man auch schon im neuen A7. Super Geschichte. Sieht da wirklich sehr edel aus und leuchtet auch schön breit das ganze Ding aus. Ladevolumentechnisch haben wir 505 Liter bzw. 1510 Liter. Tankvolumen haben wir 58 Liter und wir dürfen sogar, wenn wir möchten, 2,1 Tonnen ziehen. Jetzt klappen wir mal schön um. Ganz einfach. Hier den Hebel nach vorne drücken. Einmal kurz ein bisschen verkanten. Hier, das ist der Hebel. Dann funktioniert es einfach. Wirklich, ist auch nicht schwer. Und dann haben wir hier jeweils links und rechts einen Hebel. Dann können wir die 40, 20, 40, die serienmäßig an Bord sind, umklappen. In dem Fall haben wir hier, na, und zack, nach vorne. Zack, nach vorne. So, dann haben wir hier die 1510 Liter Ladevolumen. Ich finde, das ist schon ganz ordentlich, gell? Kann man nicht meckern. Hier das Schienensystem und auch das Trennnetz, das ist das sogenannte Ablage- und Gepäckraumpaket. Das kostet 190 Euro extra. Ja, dann haben wir noch doppelten Boden. Was ich da wieder interessant finde, dass wir hier ein Ersatzrad mit dabei haben. Okay, kostet ein bisschen Gewicht. Naja, wir werden es wahrscheinlich nicht groß spüren. Aber ich finde, man hat es auch einfacher, falls mal eine Panne kommen sollte. Da müssen wir mit dem Spray etc. rummachen. Ne? Ja, ansonsten gibt es von hier drin nicht viel. Ja, wir haben hier noch Kleiderhaken, sage ich mal, schon für die Tasche was eine Tasche einzuhaken, dass er nicht so rumfliegt. Rechts, links ein bisschen Netz. Ja, das war's dann schon. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab vor zum Rücksitzbankcheck. Bis gleich. Bevor ich es vergesse, die Autohäuser Weber. Voran jetzt in dem Fall Leonberg Autohaus. An das ganze Team, Abteilung Audi. Vielen Dank für diesen RS4. Mal wieder für die ganzen RS-Modelle, wo wir schon hatten. RS3. TTRS, RS6 Performance, Primus hatten wir schon alles, ey. Krass. Ja, wir begeistern Menschen, ihr begeistert mich oder uns immer noch mit diesen Fahrzeugen. Das ist wirklich toll, macht nicht jedes Autohaus mit. Vielen Dank nochmal dafür. Natürlich an alle Autohäuser Herrenberg, Walderstadt, Kalf, Leonberg, ne? Dass wir da keinen vergessen. Nochmal Grüße an alle von uns, vielen Dank. Kommen wir zum Fond. Aufmachen, wunderbar, super, wie bei vielen jetzt auch. Schönen Griff zum Reinlangen. Wer verriegeln möchte, muss hier mit dem Schlüssel einmal drehen. Dann können uns die Kiddies nicht von innen abhauen.
Ja, man merkt jetzt schon, dass es ein, ich sage mal, Mittelklasse-Kombi ist. Der Einstieg ist nicht mehr ganz so komfortabel, aber reicht völlig aus. Ich bin gefahren, bin 1,80. Ich finde, da hat man schon für meine Größe jetzt her angenehm Platz. Wenn es natürlich 1,90 kommt, dann würde die Geschichte schon ein bisschen enger werden. Ja? Kopffreiheit, da geht ein bisschen eine Mulde nach hinten raus. Ja, 7, 8 cm haben wir da noch. Das reicht. Sitzposition ist so in Ordnung. Ich kann die Lehne aber nicht in der Neigung verstellen. Ja? Leder kostet extra. Serienmäßig haben wir Leder-Alcantara-Kombination. Das sehen wir zum Beispiel in den Türen. Vierfach elektrische Fensterheber haben wir Serie. Und Bank und Olufsen Musikanlage, die toll klingt, kostet auch extra. Meistens. Was wir hier noch extra an Bord haben, beziehungsweise Serie ist vorne Sitzheizung, hier hinten. Da kostet das mit hinten auf den äußeren Sitzen 330 Euro extra. Was ich wieder gut finde, wir haben zwei USB-Anschlüsse und einmal 12-Volt-Anschluss. Also da ist jede Menge da für die Kommunikation heutzutage zum Anschließen. Ja, schwarzer Himmel, der ist auch serienmäßig mit an Bord. Natürlich haben wir auch Seitenairbags etc. mit dabei. Was wir sogar noch haben, nicht nur gedunkelte oder getönte Scheiben oder abgedunkelte Scheiben, wir haben auch noch Roller mit an Bord hier. Wunderbar, da ist nochmal ein Ticken dunkler. Übrigens, das Alu-Dekor ist serienmäßig an Bord. Extra kostet wieder, und das ist wieder, finde ich, danke Audi, auch ein Panoramadach. Ja? Nicht so wie beim A7 oder A8, so ein kurzes Stück. Da haben wir wieder ein bisschen Sicht und ein schönes Raumgefühl. Und wirklich vom Sitz her, wirklich sehr komfortabel. Beinauflage, man merkt, die haben es ein bisschen hier nach vorne gemacht. Es geht ein Stück vor, finde ich super. Hier haben wir mit dabei. In dem Fall hier auch noch, na, hier, so, Getränkehalter. Zwei Stück. Und rechtwertig gemacht, muss ich gestehen. Also fühlt sich gut an. Also nichts so lummeliges Plastikding da oder irgendwas. Nee, wirklich wertig gemacht. Hier noch schön Stöffel drin. Robust. Super Geschichte. Ja, Kinder Isofix haben wir natürlich noch serienmäßig mit an Bord. Einfach hier die Klepplaufmacher rausziehen. Ne, sieht man hier. Und dann passt es schon. Einfach wieder reindrücken. Thema erledigt. Ne? Schön. Gehen wir ab zum Frontcheck, zum Armaturenbrettcheck. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Armaturenbrettcheck, liebe Checkerfreunde. Kevin, kommst gleich mal rüber zu mir, zum Lenkrad. In dem Fall haben wir normalerweise serienmäßig ein abgeflachtes Lenkrad. Hier nicht, weil Lenkradheizung und keine Sitzheizung, damit das Lenkrad rund ist, wie gerade eben schon. Also das kostet extra 190 Euro. Dann haben wir hier Lenkradheizung. Schön natürlich RS. Fühlt sich auch gut an. Schaltwippen haben wir natürlich an Bord. Und wenn du mal ein bisschen hier rüberkommst, wenn man das sieht, das Virtual Display, das 500 Euro extra kostet. Da, wenn man dann auf View geht, dann teilt sich das zum Beispiel. Dann kann ich hier mit Links-Rechts-Taste, kann ich hier Navi und so reinmachen. Oder mit hoch-runter, hier mit dem Rädle, kann ich mal die verschiedenen Daten einspielen lassen. Ja, Verbrauch etc., was ich so haben möchte. Jo, dann zeigt er mir noch Boost an. Und wenn ich wieder von View zurückgehe, habe ich wieder mein mittigen Drehzahlmesser mit Leistung Drehmoment. Ja, Lenkrad ist natürlich in der Höhe, in der Länge verstellbar. Was wir noch haben, ist hier den Fahrassistenthebel. Ich weiß nicht, ob du den jetzt siehst. Moment, tun wir vielleicht nachher noch ein Bild einspielen. Das ist hier unten, ist der Hebel mit Z. Da kann ich Distors machen, Limiter etc. Und hier oben auf dem Blinker Hebel kann ich dann meinen Spurhalteassistent dann noch einschalten. Ja, ja, wir haben Dynamikpaket mit an Bord. Wir haben RS-Paket mit an Bord. Was da alles dazugehört, das blende ich dann im Video noch alles mit ein, weil sonst Kopf voll. Ja. Was unter anderem mit dabei ist, ist elektrische Sitze mit Sitz-Memory-Funktion, also zwei Möglichkeiten der Einstellung zum Speichern auf dem Fahrersitz. Wir haben Sitzheizung, wie gesagt, Sitzheizung mit hinten, 330 Euro extra. Sitzheizung vorn ist Serie. Ja. Head-Up-Display haben wir noch, das kostet auch 980 Euro, glaube ich, extra ist mit an Bord. Da kann ich hier das einstellen. Ja, wir haben hier noch ein Fächel hier unten und das ist auch wieder wie beim A7 schon mega weit. Da geht mein Arm geht so weit da rein. Also brutal, ja. So, Mittelkonsole, wie gesagt, Alu-Dekor-Serie. Wir haben hier 8-Gang-Tiptronic, keine S-Tronic. Das heißt, wir haben hier Wandlerautomatik.
ist okay von den Schaltzeiten her, werden wir nachher noch sehen. Die verändern sich auch mit, in dem Fall, Drive Select Mode, der mit an Bord ist. Und was in dem Fall auch noch mit dabei ist, durch das Paket, das Dynamic Ride Control Fahrwerk. Wir haben hier das 7 Zoll MMI Navi mit an Bord, nicht das Touch. Das große würde 2500 und ein paar zerquetschte Euro kosten. Dann wäre da noch ein Touch mit dabei. Das haben wir nicht. Was wir serienmäßig haben, ist 2-Zonen-Klimaautomatik. In dem Fall haben wir hier 3-Zonen-Klimaautomatik mit an Bord, die auch wieder extra Geld kostet. Ja, und hier haben wir dann unsere Schnellwahlhebel, das finde ich gut. Nach oben Radio, nach unten Media, nach oben Navi Map, beziehungsweise unten Telefon. Dann haben wir hier noch Auswahlmöglichkeiten von 8 Schnellsender. Da kann ich durchdrücken, zack, dann habe ich meinen 8. Sender hier. Ne? Gehe hier drauf, also ist jetzt alles nicht belegt. Ja, klar, weil das Fahrzeug im Auswärtsbetrieb ist. Wir haben hier unseren Drehknopf, wo wir dann zoomen können, wegfahren können. Dann haben wir noch die Back-Taste, die Menü-Taste. Dann habe ich meine ganze Fahrzeugdaten, sieht man hier, da kann ich hier umeinander wurschteln. Hier haben wir nochmal 2 Getränkehalter. Wir haben hier unten USB-Anschluss. 12 Volt haben wir auch nochmal. Und der ist schick gemacht, wenn man hier mal so guckt. Also, sieht echt edel aus, ja. So wie die ganzen Knöpfe hier, finde ich das wirklich sehr schick gemacht, die Geschichte. Wir haben noch einen Parkassistent mit dabei. Wie gesagt, unser Drive Select haben wir hier. Und ja, dann haben wir Möglichkeit, Handy zu laden, induktiv. Dann sagt er mir auch nachher, falls ich aussteige, das Handy bleibt drin liegen. Ihr Handy befindet sich noch im Fahrzeug. Auch cool. Dann auch nochmal USB und AUX. Hier kann ich halt ein paar Sachen reinlegen. Ja. Wie gesagt, Alu-Dekor haben wir Serie. Hier kann man dann noch die Wange verstellen, ein bisschen nach vorne machen. Abschließbar, das finde ich gut, ein Handschuhfach. Groß ist es nicht wirklich. Geht ein bisschen was rein, aber ja, haben wir schon größer gesehen, aber reicht aus. Dann haben wir da auch noch den Schalter für Airbag On-Off, falls mein Kind auf dem Beifahrersitz sitzen sollte. Ja, von der Wertigkeit her finde ich es ganz gut gemacht. Ich finde, man hätte noch das Armaturenbrett hier oben mit Leder beziehen können. Aber ansonsten sieht es schon sehr schick aus. Man sitzt auch sehr bequem. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Regensensor haben wir Serie. Was ich natürlich noch cool finde, ist hier, wenn du mal rumkommst, das ist, ich muss hier nur drüber streicheln, dann gehen die Lichter an. Ja, muss kein Knöpfle drücken, das finde ich gut. Während am Autofahren muss ich drücken, ich muss einfach nur machen, dann geht das Lämpel an oder aus. Cool. Hier noch das ganze Panoramadach gedönst, das 1475 Euro kostet. Fällt mir gerade ein. SOS-Knopf, dann kann ich hier natürlich nur verstellen, alles elektrisch. Kann ich so aufmachen. Zack, ein Riesending. Dann wird es ja nochmal ein bisschen lüftiger. Jo, jetzt würde ich sagen, gehen wir vor zum Achscheck, zum Frontcheck, zum Motorcheck. Bis gleich. Wir haben hier 5 Arm Peak Design Alufelgen. 3000 Euro extra. Dann 20 Zoll und 275er Schlappen rundum. Serie sind 19 Zoll mit 265er. Was wir noch serienmäßig haben, ist permanenter Allradantrieb. Quattro. Die Bremsscheiben sind auch Serie gelocht. Allerdings nicht der rote Bremssattel, der kostet extra. Und wenn man Keramikbremsanlage möchte, dann noch einmal 6.000 Euro. Bleib, geh fort. Extra. Ja. Was wir da noch mit dabei beim Dynamikpaket, ist dieses Sportdifferenzial. Jetzt haben wir es. Dankeschön. Ja, um noch ein bisschen dynamischer unterwegs zu sein, dass ein bisschen mehr an der Achse gesperrt wird für mehr Traktion. Ja, jetzt würde ich sagen, Kevin, gehen wir gleich vor zur Front. Sieht schon cool aus, ne? Gehen wir mal schön so in die Front, oder? Wie er von vorne kommt. Ah, herrlich, gell? Oder? Hieran erkennt man wieder, wir haben das Optikpaket schwarz glänzend mit an Bord. Ich muss mich nochmal korrigieren. Optikpaket, in dem Fall Alu, gibt es nicht. Nur in Verbindung mit dem Carbon, 4000 Euro. Da ist dann Alu-Optik-Umrandung mit dabei. Ansonsten extra haben wir das nicht, okay? Was der jetzt mit dabei hat, in dem Fall im RS-Design-Paket, LED-Matrix-Licht. Das, serienmäßig hat er das normale LED-Licht mit dabei und hier haben wir das Matrix, das ist das, wo punktuell die Gegenfahrbahn ausleuchtet, den Vordermann ausleuchtet etc. Das ist schon ein schönes Lichtspiel, wenn man nachts fährt, wie das dann immer so umeinander arbeitet. Krasse Technik, ja, wirklich krasse Technik. Die natürlich die LED-Tagverlichter sind Serie. Hier sehen wir unsere ganzen Assistenzsysteme. Sensoren, wo wir brauchen und hier natürlich auch noch einmal, ja, es macht schon Sinn, hier die Luft durchzuleiten. Hier haben wir dann noch die Bremskühlung mit dabei und dann unseren schönen Single-Frame-Grill,
mit der Wabenstrukturoptik. Das sieht sehr toll aus. In schwarz glänzend, finde ich, passt es mega dazu. Also wirklich mega dazu. RS4-Emblem kann man, wenn man möchte, optional weghaben. Ich finde, es gehört einfach dazu, damit man auch weiß, wer kommt denn da hinten an. Ja. Reinigungsanlage ist auch noch mit an Bord. Ja, und ansonsten gibt es von dieser tollen Front, finde ich, nicht viel zum sagen. Gehen wir ab schnell zum Motorcheck, dass wir auf die Bahn kommen. Wenn man sieht, auf der Kamera, Carbonabdeckung, die kostet extra. Aber wenn ich das jetzt so sehe, ich habe mir vorher, wo ich das gelesen habe, gedacht, macht das Sinn? Das macht echt Sinn. Es sieht geil aus. Was ich übel finde, die Motorhaube ist richtig schwer. Also richtig schwer, gell? Also da tut sich mancher schwer. Motordaten. Wir haben hier 450 PS, 600 Newtonmeter, das ist schon ganz ordentlich. Wir haben ein V6 Biturbo in dem Fall. Der geht in 4,1 Sekunden auf 100, läuft normal 250 und mit dem Dynamikpaket ist es angehoben auf in dem Fall 280. Ja. Also das Ding macht mit Sicherheit Laune. Steuer liegt dabei 266 Euro. Wir haben die vierte Generation. Ja, was man noch sieht, ist Batterie ist hockt hinten. Das sieht man daran, ja, dass alles erstmal nach hinten geht. Ja, hier haben wir einen Ansaugtrakt, finde ich aber auch sehr edel gemacht. Also überall hier sieht man diese schönen Edelstahlrohre laufen. Also optisch macht das sich gut. Und ja, Steuergerät auch. Tuning-technisch gut zu erreichen. Sag ich mal, da ist Potenzial da. Ja, es gibt sonst zum Motor zu sagen nicht viel. Spritzwasser. Habe ich jetzt selber erstmal gucken müssen. Falls ihr das sucht, das sitzt hier. Das ist schon mal cool, oder? Schön von der Seite. Muss nichts über den Motor drüber schwappen lassen oder so. Ne, wunderbar. Ich finde, es reicht. Wir gehen ab. Schnell zum Fahrcheck. Bis gleich. So, Checker-Freunde, guter Anfang für einen Fahrcheck. Kommt schon gut, ne? Ja. Also wir fahren im Dynamik-Mode und ich muss sagen, für eine Wandelautomatik schält er recht schnell, gell? Ja. Ja. Alter, der geht schon gut, ey. Und die Vorderachse, die ist richtig geil. Also muss man pumpen. Der Abzug ist heftig. Ist gut, gell? Das ist schön. So, Rechtskurve. Ah, der liegt schon gut auf der Achse, auch das merkt man. So, rausbeschleunige. Macht er gut, ne? Ja. Und dann gehen wir mal auf Bremse. Noch besser. Boah, ist gut, ne? Ja. Also, wir haben 8 Gänge zu dem Dynamikmodus. Man merkt auch den Unterschied zwischen Komfort, Automatik. Individual kann man das natürlich dann selber zusammenstellen. Hier an den Drive Select Schaltern hier. Individual. Komfort, der wird er leise. Automatik auch. Wollen wir nicht. Hier. So, Dynamik. Und dann gehen wir auf rechts. Dann sind wir im manuellen Modus. Dann ist er wieder da. Der macht ja schon gut, gell? Ja, der hängt auch richtig gut am Gasansatz. Selber gefahren, aber das schon. Boah, ja, die Performance ist schon heftig. Der macht doch gut, gell? Boah, Jungs, ey! Aber gar nichts, kein Mucken. Nix. Kein Mucken, gell? Ist richtig schön auf der Achse. Boah, der ist herrlich. Schaltet recht schnell für Wandelautomatik, habe ich schon gesagt. Lenkrad sitzt gut, die Sitze sind wirklich optimal. Schade, Integralsitze, bei dir wieder das Thema mit der Kopfstütze. Ja, ja, geht. Aber geht noch. Ja, geht. Aber es ist grenzwertig, ne, für große Personen. Zum Sitzen ist trotzdem bequem. Also sehr bequem. Kann gell? Sich nicht beschweren, ist trotzdem genügend Platz. Wir haben alles in einer Hand, fühlt sich gut an. Also im Dreier BMW hast du weniger Platz. Ja, du hast schon M3 gehabt. Wir haben ihn ja schon getestet. Eben. Aber was dachtest du vom Anzug jetzt zum M3? Gut. Jetzt musst du ihn gleich mal noch selber fahren. Weil du hast ja den M3 selber lange gefahren. Also das ist nicht schlechter, definitiv nicht. Ja. Das ist eher besser. Das ist
Ah, dynamisch waren wir auch schon ganz gut, gell? Ja. Das hat sich gerade angefühlt wie auf Schienen als Beifahrer. Brutal, gell? Heftig. Und er hat natürlich durch Turbo sofort Leistung. Ja. Das ist brutal. Das haben sie gut gemacht, definitiv. Und jetzt hat dieses, ne? Fühlt sich schon gut an. Aber es ist nicht aufdringlich vom Klang her. Der Klang ist gut. Man hört das Motor, ja. Aber es ist nicht übertrieben. Also es ist nicht so, dass du dich irgendwie gestört fühlst. Ja. So, ich würde sagen, also gibt es nicht viel zum sagen. Das Ding fährt sich mega. Oder fahren wir noch ein Stück weiter, oder? Komm, wir fahren das noch runter. Machen wir ein bisschen Kamera hoch. So, ich würde sagen, hier Strecke, gib mal Gas, oder? Anbremsen. Ach, guck mal, wie der. Guck mal, der mal. Und jetzt rein. Und guck mal. Ja, herrlich, oder? Ja, Verkehr ist nicht herrlich. Aber ich gemerkt, der muckt gar nichts. Ja? Kannst du echt präzise lenken, kannst du den. Und wir haben auch 275er Schlappen drauf, dürfen wir nicht vergessen. Mit dem Sportdiff. Jetzt gehen wir mal noch schön in diese S-Kurve hier rein. Dann haben wir noch schön hochbeschleunigen, oder? Probieren wir das mal schön. Da ist noch nicht ganz weg, da die B-Klasse. Guck mal, wie der an der Vorderachse liegt. Ja, ganz leicht. Aber nur ganz leicht. Leicht. Aber guck mal sofort im. So wäre ich mit dem M3 nicht raus. Nee, definitiv nicht. Du wärst schon so raus. Ja. Erste quer, siehst du mehr. Also Leute, wirklich, man kann das Ding so präzise fahren, ohne. Also der Grat ist ziemlich weit. Also schon, also ja. Das merkst du als Beifahrer schon, gell? Ja. Ja, schon herrlich gemachtes Ding, also boah, klasse. Also, machen wir Fahrerwechsel, darfst du das auch mal geschwind? Bis gleich. Ja, ich hab's gerade schon zu Mario als Beifahrer gesagt, also das Fahrverhalten, das ist ein Kaufargument, definitiv. Also das ist für das, was es ist, wir reden immer noch von einem A4. Ja. Das Fahrverhalten, das ist schon. Also, da können sich einige warm anziehen. Ja. So ist es ja. Das ist brutal. Man muss es sich natürlich auch trauen. Ja. Klar. Ganz klar. Und da wir ja schon viele RS-Modelle hatten, kriegt man so schon ein bisschen Gefühl, wie weit man mit dem Fahrzeug ein bisschen gehen kann. Was ich brutal finde, es ist eine Wandlerautomatik. Ja. Aber man spürt es fast nicht. Also, er simuliert es schon. Sehr gut, dass man nicht denkt, dass das eine Wandelautomatik ist. Er ist auch relativ schnell. Also da gibt es gar nichts. Was brutal ist, die Lader, die sind gleich da. Es gibt kein Loch. Weiß. Direkte Gasannahme. Ja. Ist brutal, gell? Gut gemacht. Auch mit dem Display. Ich finde es bei Audi, wir hatten es ja in anderen RS-Modellen, im R8 auch schon, mit dem Display, mit dieser Schaltanzeige. Mega. Ist cool gemacht. Ja, Bremse perfekt. Da ist nichts. Die haben sie schon besser. Also der TTRS hat mir sie nicht ganz so gefallen vom Druckpunkt. Ja, aber hier sind sie. Also hier ist sie schon vom Druckpunkt besser gemacht. Richtig gut. Und er kommt relativ schnell. Also du gehst ins Bremspedal und schon ist Druck da. Ein Zugpunkt da, ne? Du kannst halt. Muss jetzt gleich mal. Lenkung ist sehr, sehr direkt. Klebestreifen. Ja. Warte, ich lebe noch. Also drehen wir hier rum, ne? Ja. Bremsen gut. Bremsen tun. Ja, und gleich mal das wieder hin. Also, so, und jetzt? Rechts. Rechts ist gut. Ja, das ist dann gut. Das ist brutal. Na gut, ich kenne jetzt das Auto nicht so gut, deswegen fahre ich auch nicht so wie du. Ich hatte den Schnee. Ja, aber hängt gut dran, gell? Das ist schon abartig. Hier macht sie zu. Ja, guck mal, das Einlenkverhalten. Da macht ganz genau das. Da wäre noch gut Luft gewesen. Ja, gell, da kannst du so ein bisschen rantaschen. Ja, gell? Ich so. Auch hier die. Heftig. Also, ich habe es vorher so ein bisschen belächelt, V6 Biturbo. Ja, gell, alle geht das. Jetzt dahin. Und, aber das ist schon. Schon gut gemacht, gell? Die Bremse, die hat einen super Druckpunkt. Ja. Und kannst rein, guck mal, merkst du es? Das merkst sogar ich. Ja. Das ist
Feige. Ja, der macht gar nichts. Auch vom Fahrwerk her, man merkt einfach, das ist wirklich perfekt abgestimmt. Ja? Er will gar nicht irgendwo weg, sondern er fährt einfach genau das, was du machst. Also wenn du den abwirfst, ja, dann machst du viel, dann musst falsch. Viel falsch machen. Also dann machst du echt oder viel einfach falsch. Derartig zu schnell sein. Dass, ja. Ja, aber also ich sag ja, dann bist du eigentlich schon irgendwo unterwegs, dass fahrdynamisch nicht mehr möglich ist. Ja. Da hat die Quattro GmbH geile Arbeit gemacht. Das cool gemacht. Fertig. Geiler Check. Jetzt gehen machst wir du noch ein kleines Fazit. Machen wir. Bis gleich. Ciao. Ich darf schon dazu stehen. Ciao. Fazit. Fazit. Fangst du mal an. Fangst du mal an. Okay. Ich muss gestehen, zurück zu meinem Déjà-vu vor ein paar Monaten, so wie fahrdynamisch, wie er auf dem Eis ist mit Spikes, macht er das nochmal doppelt so gut auf dem Asphalt, muss ich echt gestehen. Ich habe auf dem Eis schon gemerkt, wow, wie viel Grip das Auto doch aufbaut. Das ist schon sensationell mit diesem Quattro zusammen. Und trotzdem noch relativ gut bremst er auf Eis, macht er das alles noch einmal eine Liga besser auf dem Asphalt. Und das, ich sag mal, für einen A4 mit Leistung ist schon echt brutal. Klar, er ist breiter, tiefer, ist schon stimmig gemachtes Teil. Sieht mega Bombe aus, fährt sich klasse, hört sich gut an, ja, hat gut Leistung. Man fühlt sich im Auto sicher, gutes Feedback vom Lenkrad. Ja, so Kleinigkeiten, was nicht so passt, das ist aber meckern echt auf wieder mal hohem Niveau. Der Preis zum Beispiel, ja, mein 80.000 Euro ist halt schon vom Grundpreis her schon viel echt Geld. Eine Ansage und viel Geld. Und sieh, wie er da steht, kostet der dann halt auch mal dynamische, mit dem Dynamikpaket zusammen etc. 108.000 Euro. Ja, im Angebot liegt er gerade bei 89.000. Ja, würde ich sagen, zuschlagen, oder? Zuschlagen, aber schnell. Mario, es gibt nicht viele. Hat schon gesagt, ja, das Fahrzeug, das Fahrwerk, die Lenkung, die Straßenlage, es harmoniert. Es ist einfach eins. Also das Fahrzeug ist, ich habe immer so Vorurteile, ich sage immer BMW, Mercedes ist mein Favorit vom Fahrverhalten, vom Motor her. Habe Audi immer so ein bisschen zur Seite gestellt. Aber das hier, ich sage es wirklich, das ist Performance, ganz oberste Schublade. Ja? Mhm. Kommen wir zur Versicherung, Steuer? Ja, Steuer haben wir schon mal gehabt, das waren 266 Euro. Ich fange an mit SF10, das sind 36%, da kostet das Ding, das geht sogar, ein bisschen mehr wie 1.000 Euro Vollkasko im Jahr. Ja. Mit 10.000 Kilometer Topschutz, 500, 150 SB. Bei SF15, das sind 30%, liegen wir immer nur bei 850 Euro im Jahr Vollkasko. Bei SF25 24%, ja, da sind wir dann schon mal bei so einem Alter von 40, 45. Kostet das Ding 670 Euro Vollkasko im Jahr bei 10.000 Kilometer. Ja, ich finde, das ist eine gesunde Mischung, sage ich mal, für das Fahrzeug. Ja, nochmal vielen Dank an die Autohäuser. Genau. Kennst du noch alle? Kalf, Leonberg, Herrenberg und? Weilerstadt. Weilerstadt. Da, wo genau. Wir gerade sind. Also vielen Dank nochmal an die Familie Weber und an Andreas Keul, der mir heute das Fahrzeug übergeben hat. Geiler Typ, geht mal bei dem vorbei, sagt einen Gruß. Mit dem war ich auf der Drive Experience in Österreich. Vielen Dank. RS4 gecheckt, tolles Auto. Wir machen noch ein paar Videos. Bis bald. Kevin Car Street Performance. Ciao. Mario. Ciao. Abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ich eigentlich...